Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Ja, ich lebe noch. Und ich habe doch tatsächlich bald, es ergeben sich da einige Dinge, endlich wieder mehr Zeit. Das wird natürlich herrlich. Ich muss schon sagen, dass ich mich richtig schlecht gefühlt habe, so lange nichts gemacht zu haben. Natürlich kam ja Community-Abend, aber aktiv habe ich halt schon seit, ich glaube, fast 2 Wochen nichts mehr für YouTube gemacht. Kein Video, keine Bearbeitung, kein gar nichts. Und das ist natürlich ganz schwach, ja. Und das fehlt einem dann auch. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen. YouTube ist für mich etwas, damit kann ich gar nicht aufhören, weil ich mich ausdrücken muss, zwanghaft. Die Kreativität, die Sachen, der Charakter eben. Mir macht es sehr viel Spaß, mich eben auszudrücken in verschiedensten Dingen. Deswegen mache ich auch immer alles Mögliche. Ich weiß, eigentlich müsste tatsächlich wieder irgendwas machen, was meinetwegen jeden Tag kommt, was nebenbei läuft. Ich habe immer so viel im Kopf, ich will mich in alle Richtungen, in alle möglichen Richtungen will ich gehen. Ich möchte Musik machen, dann will ich aber wieder auch irgendwas einfach nur in Videoform machen, so. Dann in Richtung Filme gehen und irgendwie so Kurzfilme drehen. Dann natürlich auch wieder im Gaming-Bereich rumrühren, also alles mögliche. Ich habe so viele Ideen und dann fängt man nach wie vor, ich bin nach wie vor so ein Ultra-Chaot und mache halt alles mögliche so ein bisschen und dann werde ich natürlich nicht fertig. Deswegen dachte ich mir, vielleicht muss ich auch einfach doch irgendwie, damit ihr irgendwas habt, doch was Gradliniges haben, also zusätzlich, was noch nebenbei ist. Hier, Holy Diver, hallo Holy Diver, falls du das siehst, du hast in Starbound Let's Play reingeschaut, das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Wallon und ich haben ja vor 100 Millionen Jahren mal Starbound gemacht. Auf Facebook werde ich auch ab und an angeschrieben, wegen den DayZ Let's Plays, dass die toll sind und so, aber das ist wirklich sehr selten. Und sonst, naja, wegen Minecraft und so hat noch nie jemand geschrieben. Ich habe ja Fallout gemacht und hab's dann irgendwann nicht mehr weitergemacht. Dann kam die neue Xbox, ne, und dann habe ich... Das hat euch ja eigentlich auch... Das hat euch schon gefallen, ne? Das ist der Fallout-Kram. Da kam auch immer... Ich arbeite natürlich da mit euch, mit euren Interaktionen. Die ganzen Videos, die ich mache, mit denen drücke ich mich aus. Aber ich will ja dennoch was machen, was euch auch gefällt, woran ihr auch interessiert seid. Diese Dinge. Ich nenne es einfach mal Charaktervideos. Wenn ich Musik mache, wenn ich hier rumrenne oder tanz oder... die Guschel mach, Figuren erfinde und mit meiner Interpretation von Stromberg dann irgendein Spiel spiele. Das ist Zeug, was ich euch so oder so aufs Auge drückt. Das müsst ihr euch angucken. Das bin halt ich. Genau darum soll es in meinem Kanal gehen. Aber ich glaube dennoch, dass ihr was Gradliniges haben wollt. Dass ihr einfach sagen könnt, ja, da kann ich mir immer mal wieder eine kleine Packung vom Dummbabbler reinziehen bei irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich Fallout einfach weitermachen soll oder ob ich nicht vielleicht auch Starbound von vorne anfangen soll oder irgendwas. Weil ich natürlich sagen muss, dass einfach nur ein Let's Play ultra einfach wäre, also in Richtung Zeitmanagement. Da kann ich irgendwann mal eine Stunde aufnehmen und das in 10 Minuten oder 15 Minuten Teile packen, komm. Ne, 10 Minuten Teile, wollen wir es nicht übertreiben. Und dann habe ich 6 Teile. Dann habe ich nach einer Stunde Aufnahmezeit und Bearbeitungszeit ist ja gleich null eigentlich, ne? Einfach zack, zack, zack. Also ist nichts im Vergleich zu den Sachen, die ich sonst mache. Und ja, ich überlege, ob ich da noch was nebenbei mache. Ich will aber dabei versichern, dass ich den anderen Kram auf keinen Fall deswegen schleifen lasse. Ihr hättet dann nur noch extra was. Also ob ich jetzt ein Projekt, so ein Let's Play-Projekt, so ein Gaming-Projekt, so ein geradliniges nebenbei laufen lasse, beeinträchtigt auf keinen Fall die anderen Projekte. Die kommen immer gleich langsam oder schnell. Aber da hättet ihr zumindest irgendwas. Weil meinen Uploadplan kann ich auf keinen Fall, ich meine, ihr habt ja sicherlich gemerkt, das ist ja schon seit 2, 3 Monaten so, kann ich auf keinen Fall einhalten. Das geht gar nicht. Aber, ja, was soll ich denn machen? Ich habe so viel Zeug. Oder soll ich Fallout einfach weitermachen? Oder soll ich irgendwas ganz anderes machen? Am PC wäre es schon nicht schlecht, wegen der Aufnahme-Ding. Da muss ich nicht die Elgato hin und her schleifen und alles mögliche umstellen und sowas. Ne, wisst ihr Bescheid. Ihr könnt mir jetzt hier mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr speziell zu Starbound meint. Und oder einfach mal ein anderer Vorschlag, wenn Starbound ultra scheiße ist. Ich hab da gerade irgendwie so ein bisschen Bock drauf, irgendwie Star zu bounden. Aber ich könnte doch Fallout weitermachen. Aber da muss ich umstecken. Ah, wie unangenehm, ja? Jeder kennt's. Kommt das Kabel jetzt dahin oder nicht? Ja, ist scheiße. Also haltet die Ohren steif, ja? Ich lang hier einfach voll meine Lichtquelle. Haltet die Ohren steif, ja? Wartet weiterhin auf Content, ihr Fleißigen. Und es wird sogar noch weiter abonniert. Das freut mich natürlich sehr stark. Sehr stark? Ich werde es jetzt einfach wie folgt machen. Passt mal auf. Ich übergehe eure Entscheidung nicht, keine Sorge. Wenn ich jetzt gleich mit dem Video fertig bin, schalte ich das und lade es hoch. Und wenn ich dann noch Zeit habe, setze ich mich ran. Wenn ich das heute nicht mache, mache ich es am Sonntag. Heute ist Freitag. Ich mache einfach mal eine Folge Test. Eine Testfolge Starbound. Mache ich für euch. Ja, das soll eure Entscheidung etwas beeinflussen. Aber es soll nicht heißen, dass es dann nur, ne? Also ihr könnt auch entscheiden. Ja? Macht euch gefasst auf ganz viel Jumbumble. Ab Anfang Mai. Lasst noch ein paar Tage in Mai rein vergehen. Aber nicht mehr wie 5. Dann müsste ich eigentlich wieder ordentlich, nicht ordentlich Zeit haben. Nein, nein, aber dann habe ich wieder mehr Zeit. Also an vielen Dank dazu, ne? Also vielen Dank, dass ihr weiterhin und sowas. Haut rein. Mensch. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.